Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angespielt. Und wie ihr sehen könnt, wir spielen heute Diablo 3. Ich musste eine kleine Planänderung vornehmen. Ich wollte hier ursprünglich Five Nights at Freddy's 2 anspielen. Allerdings hatte ich da das Problem, solche Spiele spielt man ja bekanntlich mit einer Facecam. Und ich hatte hier alles schön aufgestellt und wollte auch eigentlich schon losstarten. Allerdings war die Beleuchtung hier wieder mal so dermaßen grottig. Es war eigentlich kaum was zu sehen von der Facecam. Und da musste ich jetzt kurzerhand umschwenken auf ein anderes Spiel. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, entstaubst mal ein bisschen Diablo 3. Irgendwie ist das laut auf dem Ohr. Ganz kurzen Moment, während ich erzähle, gucke ich mal kurz. Soundlautstärke, Soundeffektlautstärke. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu störend. So, ich gehe mal auf Anwenden. Ja, wie gesagt, wir spielen eine Runde Diablo 3 und ich werde einen neuen Charakter starten. Sicherlich könnte ich jetzt das neue Addon, beziehungsweise das aktuelle Addon, so neu ist das Addon ja gar nicht, ein bisschen zeigen, ein bisschen repräsentieren. Allerdings, ich sag mal so. Eigentlich sollte jeder schon das Add-on kennen und wer das Add-on nicht kennt, der kennt auch Diablo 3 noch nicht wirklich. Und von daher denke ich mal, ist es ein bisschen unübersichtlich und wenig repräsentativ, wenn ich jetzt tatsächlich von Level, ja, ich weiß nicht, von Level 60 anfange. Und deswegen, ja, habe ich mich dazu entschieden, einen neuen Charakter anzufangen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier wirklich einen Uralt-Charakter, der ist noch auf Level 60, ein Barbar. Wir werden heute einen Zauberer erstellen und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, machen wir das auch gleich. Hoch, guckt mal da, das solltet ihr gar nicht sehen. Einmal erstellen. Was ein saisonaler Held. Eine neue Saison. Schrei doch nicht so, Mädchen. Eine neue Saison hat begonnen. Erstellen Sie einen saisonalen Held. Ich habe gerade gelesen. Okay, auf jeden Fall ist das scheinbar ein neues Feature im neuen Patch, mit dem wir jetzt nicht viel anfangen können. Ein Kreuzritter könnten wir erstellen. Allerdings, ich habe den im neuen Add-on, beziehungsweise im Add-on schon mal angespielt und irgendwie ist er langweilig. Also ich finde persönlich, er ist langweilig und ich würde gerne eine Zauberin spielen, beziehungsweise einen Zauberer. Ja, wir sind doch männlich. Obwohl so wirklich männlich, wir sind elegant. Gut, und wir geben ein. Ich würde sagen, bleiben wir bei Nemesis. Da es ja ein Singleplayer-Spiel ist, ist uns da der Name auch nicht bereits geklaut worden. Und ja, wenn ich gleich aufs Spiel starten gehe, werden wir das Intro sehen und da halte ich natürlich meine Klappe. Bis gleich. Ladebildschirm. Hier darf ich noch was sagen, oder? Klicken Sie auf Schatzkisten und Waffensterne mit einem blauen Schein, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Hey, wo ist... Wir wurden dem Intro beraubt. Was soll denn das? Was haben wir hier? Ich habe eine ausstehende Nachricht. Was? Vielen Dank für Ihre Vorbestellung von Diablo 3 Reaper of Souls. Ach, guck mal an, ich habe die Schwingung der Tapferkeit. Ja, schön. Okay, möchte ich jetzt nicht haben. Und ich weiß nicht, soll ich ein bisschen was zum Spiel selbst erklären oder ist das selbst erklären? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auf, hier unten sehen wir rechte und linke Maustaste. Da haben wir einen primären und sekundären Angriff. Ja, einmal magische Geschosse. Die Es sehen stinkt hier nur so nach Toten. Der nicht. gefallene Stern Die muss sehen. in der Nähe sein. Das wäre dann magische Geschosse. Das sieht dann so aus. Du hältst die Klappe, während ich hier rede. Und ein Stabschuss, schießt mit dem Stab verursacht 100% Waffenschaden. Das sehe dann so aus. Und hier haben wir noch die ersten vier Slots. Da kriegen wir später Skills, die wir hier platzieren und dementsprechend anwenden können. Und ein Community-Bonus. Schatzgoblin erscheinen immer zu zweit. Okay. Ach so, das hier ist mein Paragon-Level. Ich zeige das mal ganz kurz. Wir starten natürlich auf Stufe 1 und haben schon Paragon Stufe 35. Gut, okay. Wir könnten sogar schon Punkte verteilen. Mache ich das mal. Ich weiß nicht, ob das jemanden, der das hier nicht kennt, eventuell überfordert. Ich gehe mal einfach nur auf Bewegungsgeschwindigkeit. Also hier haben wir verschiedene Attribute. Ja.
und auf verschiedene Punkte. Moment, habe ich mein Timerboard an? Ja, gut. Okay. Und hier kann man halt nach Belieben, wie man es eigentlich aus den alten Teilen auch kennt, nur nicht leider nicht mehr ganz so toll, die Punkte individuell verteilen. Wir wollen natürlich, wollen wir Bewegungsgeschwindigkeit? Ich würde sagen, ja. Ich bin nämlich liebend gerne schneller unterwegs. Ja. Jetzt haben wir eine Bewegungsgeschwindigkeit plus 4,5%. Und dann gehen wir mal, das sind die Basisattribute. Dann gehen wir mal in die Offensivattribute. Da haben wir einmal Angriffsgeschwindigkeit, Abklingzeitreduktion, kritische Trefferchance oder kritischer Trefferschaden. Diese beiden, beziehungsweise diese drei, das erste, die Angriffsgeschwindigkeit, kritischer Trefferschaden und die kritische Trefferchance, erhöhen natürlich direkt unseren Angriff. Und ich würde sagen, wir wollen mal ein bisschen mehr Crit Chance haben. Lohnt sich, ich weiß es gar nicht mehr. Wir machen mal Angriffsgeschwindigkeit, oder? Wir machen mal Angriffsschaden, komm. Wir machen es einfach mal. Wir müssen jetzt nicht so hundertprozentig korrekt die Punkte verteilen. Jetzt gehen wir in die Defensiv-Skills. Hier haben wir einmal plus Leben. Dann haben wir plus Rüstung. Einmal Widerstand gegen alles. Das brauchen wir in so niedrigen Leveln noch nicht. Und Lebensgeneration. Entschuldigung. Das würde ich mal sagen, machen wir erstmal. Oder nein, stopp, jetzt setzen wir mal zurück, wir wollen mehr Leben haben, ja. So, je mehr Leben wir haben, desto besser. Und den letzten Punkt, Abenteuer, da haben wir einmal Flächenschaden, Ressourcenkostenreduktion, Leben pro Treffer und Goldfundbonus. Leben pro Treffer ist sehr schön, da wir halt pro getroffenen, pro Treffer halt auch ein Stück Leben wieder zurückkriegen. 0,1 Leben pro Trefferpunkt, okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal an und laufen erstmal, würde ich sagen. Wir müssen in die Stadt Tristram, oder Neu-Tristram, wie es hier heißt. Und hier haben wir schon die ersten Gegnerscharen, die wir aber natürlich problemlos auf Distanz ausschalten können, noch bevor sie auch daran denken können, uns in die Nähe zu kommen. Und zu Anfang, das ist natürlich alles noch sehr im Tutorial-Rahmen gehalten. Hier ist natürlich keinerlei Schwierigkeit und hier haben wir auch den ersten Questgeber bzw. den ersten wichtigen NPC, Hauptmann Rumdorf. Nein, Rumdorf, was? Rumford. Wie komme ich auf Rumdorf? Entschuldigung, liebe Leute. Den sprechen wir jetzt erstmal an. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Uiha! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Okay, dann wollen wir natürlich unsere Arbeit erledigen. Und uns, Held wie wir sind, natürlich um diese Monsterscheren kümmern. Was auf den Level natürlich und mit den vorhin... Ich bin jetzt noch besser. Hoppala, und schon sind wir Stufe 2. Mit den Punkten, die wir gerade gesetzt haben, natürlich noch um einiges einfacher geht. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ja, Rumsdorf. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. So, und nun können wir, ich muss mir hier gucken, neuer Fertigkeitenplatz verfügbar. Jetzt klicken wir hier drauf und haben unser Fertigkeitenbildschirm. Ich glaube, die Folge mache ich ein bisschen länger, weil ich hier ziemlich viel erkläre, falls es tatsächlich irgendjemanden gibt, der das hier noch nicht kennen sollte. Und hier können wir, wenn wir draufklicken, einmal haben wir hier eine neue sekundäre Fähigkeit, den Froststrahl. Da haben wir sozusagen eine Art, einen Frostschrall, halt ähnlich wie ein Lasereffekt. Der Gegner im Umkreis von 5 Metern und den ersten getroffenen Gegner 430% Waffenschaden als Kältezahnschub zufügt. So, den Rest könnt ihr ja selber lesen, da muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Ist natürlich sehr, sehr effizient. Und wenn wir jetzt hier links mit Linksklick auf diesen auf diese Fläche klicken, können wir uns hier aussuchen, welche Skills wir auf jetzt in diesem Fall die rechte Maustaste belegen wollen. Später, ich glaube, ich weiß nicht, das kann man per Optionen kann man das freischalten, sodass wir wirklich den Skill auf jede Fläche irgendwie legen wollen. Ja. Und wir ersetzen den Froststrahl natürlich durch diesen Messerwurf, beziehungsweise umgekehrt. Ich würde sagen, das nehmen wir an, das ist okay.
Ich zeige euch das mal. Und mit gerückter Shift-Taste könnt ihr auch aus Distanz einfach schießen, ja? Weil wenn ich jetzt so einfach in die Gegend klicke, laufe ich. Lasse ich Shift gedrückt und attackiere, kriege ich das hier auf Distanz hin. Und so sieht der Froststrahl aus. Wirklich sehr stylisch. Genau, die Attribute, ich habe total vergessen. Wir haben hier Arkankraft, ja, ähnlich wie Mana. Und das nimmt natürlich ab mit jedem Zauber, den wir benutzen. Allerdings füllt er sich auch von alleine wieder auf, relativ zügig, was im niedrigen Level sehr schnell geht. Allerdings mit höherem Level müssen wir da auch spezielle... Ja, ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mit zunehmendem Level langsam verringert sich natürlich die Geschwindigkeit, in der sich das auflädt. Da müssen wir auf verschiedene Skillpunkte zurückgreifen, die uns das Leben einfacher machen und die Arkankraft schneller auffüllen lassen. So, die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Das ist die Frage, mein Guter. Ist das Ende der Welt? Seht ihr das nicht? Nein, das sehe ich nicht so. Ich komme, um euch zu befreien. Wir suchen jetzt Leia. So, und die ist, wie wir hier oben in der Minimap sehen, hier überall werden Ziele mit diesen Kreisen, die von innen nach außen gehen, angezeigt. So dass man hier auch eigentlich quasi idiotensicher sein Ziel immer im Auge hat. Und dann gehen wir einfach mal zum geschlachteten Kalb. Und hier haben wir auch schon Leia, die auf uns nur wartet. Und diese suspekten Personen, da, naja, da haben wir gleich unser Späßchen. Wir sprechen jetzt erstmal Leia an. Seid ihr Leia? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Nein! Sie verwandeln sich! Ich wusste es. Und hier kommt erstmal unser Froststrahl zum Einsatz. Und wie ihr sehen könnt... Für die Wirtschaft ist das der Tod. Doppeldeutigkeit, ich liebe solche Sachen. Und wie ihr sehen könnt, der Froststrahl ist wirklich sehr effektiv. Allerdings haben wir ja auch sehr schwache Gegner. Das ändert sich natürlich mit der Zeit und dann ist der Froststrahl nicht mehr ganz so alles vernichten, wie jetzt hier gerade eben gezeigt wurde. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Das sehe ich auch so. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. So, liebe Leia, also... Ihr Onkel Deckard Kane, den wir noch aus dem ersten und zweiten Teil kennen, der ist verschwunden. Den werden wir noch suchen. Und wir schauen uns hier einmal kurz um. Wir gehen in Leas Zimmer. Hallöchen. Hast du ein Tagebuch, Lea? Werden wir gleich sehen. Und tatsächlich, wir haben ein Tagebuch. Und das schauen bzw. hören wir uns an. Denn in Diablo 3 werden jetzt sämtliche Skripte und Bücher tatsächlich abgespielt. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Ja, dann sieht's duster aus. Und das ist, wie gesagt, Teil 1 von Leas Tagebüchern. Und sie hat da eine ganze Reihe von Tagebüchern, die im ganzen Spiel verteilt sind, die wir auf unsere Reise mit ein wenig Glück auch finden und dann auch komplett uns anhören können. Das hat jetzt außer irgendwelche Achievements keine großartige Funktion. Außer natürlich die Hauptfunktion ist natürlich, dass wir ein bisschen mehr Story mitbekommen, was natürlich bei so einem Spiel ja elementar ist. Und wir machen uns jetzt auf erstmal zu Hauptmann Rumford. Wir können hier noch einiges machen. Ich zeige hier mal kurz. Das ist der Bürgermeister. Und ich würde gerne durch. Allerdings hat er den Wagen hier mitten im Weg. Also sprechen wir ihn mal an und bitten ihn, ob er diesen zur Seite schieben könnte. Könnt ihr das Ding bewegen? Ich muss vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht.
Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Es ist nicht meine Art, Feiglingen zu helfen. Ganz genau so sehe ich das auch. Und solche kleinen Unterhaltungen, die eigentlich gar nicht zur Story beziehungsweise zur Story schon, aber nicht wirklich für die Hauptquest dazu beitragen, die sind, finde ich, eine richtige Bereicherung in diesem Spiel. Es ist wirklich sehr amüsant. Und auch so. Die Toten stehen aus ihren Gräbern genau. Wieder auf. Das muss das Ende der Welt sein. Ich finde solche Erzählungen, solche Unterhaltungen richtig unterhaltsam natürlich. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Du solltest dich schämen. Egal. 10 Milizsoldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akkarat, steh uns bei. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Vielleicht hatte Kane recht. Diablo quält uns selbst über den Tod hinaus. Diablo ist niemals tot, liebe Leute. So, und ganz genau davon habe ich jetzt gerade eben gesprochen. Dass die Dorfbewohner oder beziehungsweise die NPCs am Rande teilweise selbst Gespräche untereinander führen, denen man lauschen kann. Ich finde das eine richtige, richtige Bereicherung. Und wir gehen jetzt einmal in Kanes Haus und schauen uns da um, ob es da auch ein Tagebuch gibt. Soweit ich mich erinnere, gibt es hier eins. Wir müssen nur die Augen aufhalten. Und prompt werden wir auch fündig. Hier ist Deckard Kanes Tagebuch, Teil 1. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. So, ganz genau, das ist es. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht wirklich jedes Buch in diesem angespielt mitnehmen. Beziehungsweise ich werde nicht danach suchen, wenn wir eins finden, werden wir es natürlich mitnehmen. Denn ich will euch auch mal abseits dieser Geschichten auch mal ein bisschen Action zeigen, ja? War ja bis jetzt nicht so viel von zu sehen. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an! Na gut. Also wollen wir uns mal aufmachen und die ekelhaften Mütter. Doch, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt hör mal auf. So, und auch hier für neue Hinweise. Kriegen wir hier neues Wissen, da klicken wir einmal drauf und hören uns an, was wir... Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kamazofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Gut, das ist, was ich gerade eben sagen wollte. Sobald wir einen neuen Abschnitt erreichen und eventuell auch neue Monster oder irgendwas Wissenswertes uns bevorsteht, kriegen wir hier, wie gerade eben gesehen, ein Journal angezeigt, worauf wir klicken und einfach uns die Information abspielen können, was auch sehr schön ist. Und wir haben gerade eben einen Handschuh gefunden. Und die sehen doch mal sehr gut aus. Jetzt nicht Prada-Mode, aber immerhin, wir sind ja nicht anspruchsvoll. Und wir müssen jetzt erstmal irgendwelche Mütter killen. Als Bonus-Quest. Und hier haben wir wieder, wie ihr sehen könnt, neues Wissen. Da klicken wir mal drauf. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und
fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Oh ja. So, und ich habe hier mal zwischendurch, beziehungsweise nebenbei, auch nochmal so ein paar Monster gehauen. Ich werde noch mächtiger. Weil man muss ja nicht immer da stehen bleiben. So, wir haben einen Schockimpuls. Den schauen wir uns doch mal an. So, welche Taste war das nochmal? Taste S. Genau, und jetzt haben wir hier auf dem primären Slot haben wir einmal einen Schockimpuls. Jetzt weiß ich nicht, ob das besser ist. Entfesselt 3 unbrechenbare elektrische Ladungen mit mittlerer Reichweite, die 194 Waffenschaden als Blitzschaden verursachen. Ja, okay, wir nutzen das mal. So. Okay, dann testen wir das. Ah, das sind diese Dinger. Okay, und hier sehe ich gerade, wir haben unser erstes blaues Item. Das sind abenteuerliche Schuhe. Hallo? Pass mal bitte auf, ich bin gerade beschäftigt hier mit Vorlesen. Getötete Gegner gewähren +2 Erfahrung. Das ist auch natürlich eine typische Diablo-Sache, dass Rüstung Attribute hat oder haben, beziehungsweise ist nicht typisch Diablo, das ist typisch, oder? Typisch generell solche Abenteuerspiele, dass man mit Ausrüstung seine Attribute generell im Ganzen verbessern kann. Okay, und ich glaube, der Schockimpuls ist jetzt nicht so meins. Oh, eine schillernde Träne. Eine schillernde Träne ist ein Handwerksmaterial. Ja. Die wir später zum Craften von verschiedenen Gegenständen nutzen können. Welche genau, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Haben wir hier jetzt ein kleines... einen kleinen feuchten Keller haben wir hier. Da gibt es mit ein bisschen Glück, tolle Sachen zu entdecken. Ja, seltene Monster. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück. Oder halt aber auch nur eine Truhe, die wir öffnen. Und wie sich gleich herausstellen wird, das wird eine Falle sein, Leute. Ihr seht. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich... Da habt ihr nicht gerechnet, oder? Da bin ich jetzt erstmal ein bisschen wortkarg. Erste Mal heute. Aber ich habe, glaube ich, die Gegner überschätzt. Noch ist alles im grünen Bereich. Wie ihr gerade gesehen habt, 30 getötete Gegner auf einmal und ein Massaker-Titelbonus, der eigentlich nur dafür da ist, dass wir nochmal extra Erfahrungspunkte bekommen. Und somit schneller leveln können. Das heißt, es lohnt sich, teilweise Gegner zusammenzuziehen und in einer Traube dann auf einmal zu erledigen. Das sollte den Angriffen ein Ende setzen. Und hier haben wir... Genau. Die Bonusmissionen haben wir erledigt. Den Kurzbogen sammeln wir ein. Den werden wir nicht nutzen können, da wir ein Zauberer sind. Obwohl, scheinbar... Doch, wir können ihn tatsächlich nutzen. Natürlich können wir den nutzen. Wir nutzen einfach nur die Attribute. Die Waffe an sich ist ja egal. Ich habe das anders in Erinnerung. Aber ich sag mal so, ich mecker nicht. Ja, und ich meine mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt +273 Schaden haben. Man stellt sich das mal vor. Moment. Wo habe ich jetzt die Details? Ja, wir haben hier... wo ist die Angriffsgeschwindigkeit? Bin ich jetzt ein bisschen... Ressource, Abenteuer? Habe ich jetzt irgendwas... Nein, hier ist doch die... Ich bin noch dumm. Hier ist der Schaden. Wir machen momentan 3,58 Schaden. Wenn wir jetzt den Bogen anlegen, machen wir gleich 13 Schaden. Ja? Also von 3 auf 13 ist schon eine gute Steigerung. Und das lädt doch ein zum Weiterspielen und Weitersuchen. Und ganz genau das ist auch was... Wo sind all die Schätze? Diese Bestien haben sie wohl kaum, oder? Okay, und hier hat man ganz eindeutig gesehen, hier war ein lilaner Gegner. Ein Epic-Gegner, ein, ich weiß nicht, wie man den jetzt nennt. Kurzbogen des Verwunden. Und der ging noch jetzt recht schnell down. Weitaus schneller als sonst. Und wir haben einen zweiten Bogen, der uns allerdings -12 Schaden, bescheren würde. Entschuldigung.
Und das wollen wir nicht. Und ich sehe, wir haben schon wieder 25 Minuten um jetzt. Aber ich bleibe natürlich am Ball, weil das ganze Gerät, das ganze Erklären und so weiter, das muss man ja eigentlich im Prinzip abziehen. So, und wir haben jetzt hier ein Schild, das wir nicht anlegen können. Ja, wir hätten hier regeneriert 3 Leben pro Sekunde. Wäre natürlich schön, aber für uns im Grunde selbst wandelte einst an diesem Ort. Danke. Nicht wirklich nützlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Und so schnell haben wir einen weiteren Level up. Wir müssen hier zu den alten Ruinen und wir haben eine weitere Fähigkeit freigeschaltet. Und hiermit können wir uns die erste Taste von 4 belegen. Mit einer Frostnova. Die überzieht den Gegner in der Nähe mit einer Eisexplosion, die sie 2 Sekunden lang einfriert. Sollte eigentlich jeder kennen. Also ich denke mal, die meisten werden von euch ja entweder Diablo oder auch WoW gespielt haben. Und ich denke mal, eine Eisnova ist nicht ganz so unbekannt. Und wir haben hier eine Stoffhose. Regeneriert 2 Leben pro Sekunde. Das klingt doch schon mal ganz gut. Die nehmen wir uns. Und ich würde sagen, wir gehen dann auf das Feld und gehen zurück nach Neu-Tristram. Und berichten Hauptmann Rumford erstatten. Hauptmann Rumford bericht. Mein Gott, das war's jetzt aber. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Ganz genau. Das werden wir auch. Und wir haben als Questbelohnung, das gab es ganz zu Anfang, vor dem Add-on noch nicht, wir kriegen zusätzlich zur Questbelohnung noch Rüstungsgegenstände. Und da wir ganz zu Anfang sind, ist quasi jeder Rüstungsgegenstand wirklich ein Geschenk. Wir haben hier plus 4 Bewegungsgeschwindigkeit, das nehme ich doch sehr gerne an. Ja, wir haben hier getötete Gegner. Wir verzichten auf die Erfahrung. Und wir gucken mal, wo haben wir denn hier die Bewegungsgeschwindigkeit? Die liegt bei 4,5%. Ja? Aber wir bewegen uns mit 104,5%. So, wenn wir jetzt die hier anziehen, wir achten hier drauf, 4,5%. Und schon laufen wir 8,5% schneller. Das ist auf Dauer schon recht viel. Aber gut, so viel dazu. Ich erkläre hier wieder schon zu viel. Wir sprechen jetzt erstmal mit Lea und wollen natürlich gemeinsam, denke ich mal, ihren Onkel Deckard Cain retten. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Also gut. Auf zu den alten Ruinen. So. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter. Ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Er war als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. So, und hier sehen wir schon, wie gerade eben erklärt, hier ist Adrias Hütte, das kriegen wir angezeigt schon auf der Minimap, noch bevor wir überhaupt in der Nähe sind. Und das ist auf eine Art gut, allerdings auch teilweise zu idiotensicher. Das mit dem Pfeil und Bogen sieht recht lächerlich aus, ich weiß, es ist eigentlich nicht lore-technisch ja, korrekt. Aber ganz ehrlich, was interessiert uns die Lore? Ja, ja doch, Lea, warte mal ab. Und auch das ist nicht schlecht oder sollte nicht unerwähnt bleiben. Man kann die Einrichtungsgegenstände mit Beschränkungen natürlich zerstören. Aber wir gehen jetzt erstmal in den, ja, doch, in den versteckten Keller. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber jetzt. Ich habe ihnen nie geglaubt. Lea, halt die Klappe jetzt, Mann. So, also man kennt es ja aus Teil 1 und 2, dass man hier solche Sachen wie Fässer etc. zerstören kann. In Teil 3 kann man jetzt weitaus mehr zerstören. Natürlich kann man jetzt hier gar nicht zerstören, klasse. Aber im Normalfall kann man das. So, und wir sind jetzt hier. Ja. Schaut euch an, wie schnell
Mein lieber Scholli, also der Bogen ist wirklich Gold wert. Wir haben hier regenerative Handschuhe. Okay. Ein Kessel mit einem Heiltrank, das ist schön. Wir haben hier die Handschuhe. Die geben uns Heilung, aber weniger Zähigkeit. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben 100% Heilung. Das ist immerhin. Gut, dann... Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Okay. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Hm. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale, ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Genau. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte, dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Ja, das zeugt von deinem mutigen Charakter, liebe Adria. So, und was ich noch zeigen wollte, hier seht ihr über Leia diesen blauen Stern. Das heißt, es sind weitere Gesprächsoptionen möglich. Wenn man jetzt nämlich sie anklickt, kann man einmal nach der Quest fragen. Oder man kann auch ein bisschen quatschen, ein bisschen tratschen, über Gott und die Welt reden. Was allerdings neben der Lore, die man natürlich da mitbekommt, im Grunde genommen nur für Achievements gut ist. Machen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier keine Geschichtsstunde nehmen, Geschichtsunterricht. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und jetzt flippen die Leute hier schon aus. Hatten sie wohl nicht so gern, dass wir hier ein bisschen Klamauk machen. Kann ich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, ich mag den Schockimpuls nicht. Nein, Quatsch, hier ist er. Der Schockimpuls, den habe ich nie wirklich als aktiven Skill genutzt. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen zu faul, um den wieder zu wechseln. Wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg zur Kathedrale. Ich glaube, wenn wir da sind, werden wir noch einen kleinen Schnitt machen und am nächsten Tag noch weiterspielen. Ich denke, wir werden auch diesmal wieder Samstag und Sonntag... Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Nö, das hätte ich auch nicht gedacht, dass du noch besser werden kannst. Ich dachte, ab Level 4 ist Ende. So, jetzt haben wir eine arkane Kugel. Die ist wirklich sehr, sehr stark, ja. Allerdings verbraucht die auch sehr viel Energie. So, wir gehen auf Rechtsklick und sehen dann hier, wenn wir hier weitergehen, die arkane Kugel. Die kostet 30 Arkan. Ja, zur Erinnerung, wir haben 100. Das heißt, wir können 3 Kugeln in Folge abfeuern und sind dann erstmal out of Arkankraft. Ich wollte out of Mana sagen, aber in diesem Fall out of Arkankraft. Die Kugel schleudert eine, wir schleudern eine Kugel aus reiner Energie, die beim Auftreten explodiert und allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 435 Waffenschaden als Arkanschaden zufügt. Dieses Ding ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ich nehme sie trotzdem mal mit rein und präsentiere die euch, beziehungsweise zeige sie euch. Das ist also die Kathedrale von Tristram. Ja. Der gefallene Stern ist hier. Okay, mit einem, ich präsentiere euch den Skill, ich zeige ihn euch und ich zeige euch gleich mal, was für Auswirkungen der wirklich hat. So, wir sind jetzt in der Kathedrale. Wir schauen mal, jetzt brauche ich erstmal... Das muss der Ort sein, an dem der Stern niedergegangen ist. Okay, das... Der Krater ist von einem Hauch seltsamer Magie durchsetzt. Vor allem sieht der sehr imposant aus, dieser Krater. Aber ich brauche jetzt, und das ist auch schön... wie man interagieren kann, um die Gegner auszuschalten. Und habt ihr das gesehen, wie flächendeckend diese Arkankugel Schaden zufügt? Okay, und hier haben wir die ersten stärkeren Gegner. Ich weiß nicht, sind das jetzt Wächter oder Elite oder ich weiß nicht, wie das heißt. Oh, oh. So, ich habe jetzt mal ein bisschen geschluckt. Wie ihr sehen könnt, wir sind sofort out of Mana, beziehungsweise out of Arkankraft. Haben aber zum Glück genügend herumfliegende Heilkugeln, die wir während den Kampf auch aufsammeln können und nicht extra nutzen müssen. Die frischen automatisch unser Leben auf und wir haben wieder neues Wissen. Das hören wir uns doch an, bevor wir hier die Folge beenden. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun.
Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Okay. So, liebe Leute, ich habe mal hier herangezoomt. Ja. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für den ersten Teil angespielt. Und morgen werden wir dann die Kathedrale hier unsicher machen und vielleicht auch schon Deckard Cain retten. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir morgen in der nächsten Folge von Diablo 3. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.